Der Absturz der Sojus-Rakete bringt die Raumfahrt ziemlich durcheinander. Nicht nur, dass jetzt die Hälfte der Besatzung fehlt, sondern auch der komplette Plan für die Besetzung der Crew auf der internationalen Raumstation ISS kommt jetzt erstmal durcheinander. Und wichtige Arbeiten bleiben liegen. Die Forschung läuft nur mit halber Kraft und ungeklärt bleibt jetzt auch erst einmal das Mysterium des Loches in der Sojus-Kapsel. Klick zum Science and Fiction. Und am Ende dieses Videos habe ich noch eine Hammer-Überraschung. Seid gespannt. Herzlich willkommen. Ja, das war wirklich ein Schock, als die Bilder um die Welt gingen. Sie erinnerten an die größten Katastrophen in der Raumfahrt. Doch dieses Mal ging es für die Besatzung der Sojus-Kapsel Gott sei Dank glimpflich aus. Niemand wurde verletzt. Was bleibt, ist ein riesiger finanzieller Schaden und eine ungewisse Zukunft der Raumfahrt. Zurzeit weiß niemand, was da passiert ist, und es stellt für die russische Weltraumagentur Roskosmos eine absolute Katastrophe dar. Roskosmos-Direktor Dmitri Rogozin wurde erst im Mai ernannt, um Missstände beim Sojus-Programm zu beseitigen. Und jetzt ist es noch viel schlimmer. Und zwar viel, viel schlimmer, nachdem in einer Sojus-Kapsel ein Loch gefunden wurde, bei dem immer noch nicht klar ist, ob es ein Produktionsfehler oder Sabotage war, kommt jetzt eine noch größere Katastrophe hinzu. Die russische Technik, um Astronauten und Astronautinnen in den Weltraum zu bringen, funktioniert nicht zuverlässig. Bam. Dazu kommt, dass es zurzeit aus der ganzen Welt kein anderes zuverlässiges System gibt, um eben Passagiere in den Weltraum zu bringen. Lediglich China ist dazu in der Lage, aber mit dem kommunistischen Land arbeitet weltweit kaum jemand zusammen. Aber für den Rest gilt weder die Kapsel von Boeing, die CST 100 Starliner, noch die Crew Dragon von SpaceX, die sind bisher für Raumflüge mit Besatzung zugelassen. Im Juni 2019 soll die Crew Dragon zum ersten Mal bemannt starten, die CST 100 Starliner im August. Die Frage ist jetzt, wie schnell kann die Ursache für das Unglück gefunden werden? Warum hat sich ein Booster nicht richtig abgetrennt und die zweite Stufe der Sojus-Rakete beschädigt? Oder wie schnell ist eine der neuen Kapseln am Start? Kann da irgendetwas beschleunigt werden? Solange hier keine Lösung gefunden worden ist, wird die Crew um den derzeitigen Kommandanten Alexander Gerst dort oben ausharren müssen. Ein Trost ist, dass die Versorgung mit Nachschub weiterhin gesichert ist. Die Vorräte an Bord reichen auf jeden Fall noch bis April. Wenn aber sich hier keine Lösung findet, dann muss komplett neu geplant werden. Unter Hochdruck müssen jetzt die neuen Kapseln in Dienst gestellt werden. Bis dahin oder bis die Sojus-Rakete wieder starten kann, läuft auf der ISS alles im Schneckentempo. Die Besatzung ist jetzt mit 3 Leuten nur noch quasi halb so stark wie geplant und wissenschaftliche Experimente werden jetzt zwar weiterhin abgearbeitet, aber nur mit halbem Tempo. Wichtige Außeneinsätze müssen jetzt erstmal entfallen. Das bedeutet auch, dass das Loch in der Sojus-Kapsel nicht von außen inspiziert werden kann. Es bleibt also erstmal weiterhin vollkommen unklar, was da passiert ist. Weiterhin hängt die Frage wie ein Damoklesschwert im Raum. War es Sabotage oder kaum weniger schlimm Schlamperei bei der Produktion der Kapsel? All das zeigt auf jeden Fall, wie verletzlich die Raumfahrtindustrie ist. Ein einziger Unfall bringt alles durcheinander. Gut, dass 7 Jahre nach dem letzten Space Shuttle Flug 2011 endlich wieder neue Transportmittel ins Weltall zur Verfügung stehen und wahrscheinlich bald zum Einsatz kommen. Wie wichtig die sind, hat sich jetzt gezeigt. Es wird also spannend, was in den nächsten Wochen und Monaten geschieht. Ich bleibe dran. So, und jetzt heißt es Bescherung. Mein Buch, ja, zumindest ein Teil dieses Buches aus dem Rowohlt Verlag, ist von mir eine Geschenkausgabe von Hawkings, eine kurze Geschichte der Zeit mit einem Sammelband, mit Gedanken über seine Bedeutung, mit Artikeln von Michio Kaku, Harald Lesch, Reinhold Beckmann und vielen anderen und mir. Denken ohne Grenzen. Und ich habe über die Bedeutung von Hawking als Gewissen der Menschheit, der sich Gedanken über künstliche Intelligenz, die Zerstörung unserer Welt und Aliens gemacht hat, geschrieben. Ein super Geschenk also. Ein Klick. Und zwar da drauf und ihr könnt es bestellen. Ja, und hier geht es weiter, darunter darf ich auch draufklicken. Sabotage auf der internationalen Raumstation ISS. Also nicht vergessen, super Buch, draufklicken. Bis dann. Bleibt dran.